Hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Dienstag. Der Euro feiert Geburtstag und ist in diesen Tagen 20 Jahre alt geworden. Am 1. Januar 2002 wurde er erstmals als Bargeld ausgegeben. Zunächst in 12 Mitgliedstaaten der Währungsunion. Viele Deutsche standen der Einführung des Euros skeptisch gegenüber. Kritische Stimmen fürchteten vor allem eine Preissteigerung. Mittlerweile hat sich die Währung auch aufgrund ihrer Stabilität durchgesetzt und an Beliebtheit gewonnen. Aufmerksamen Autofahrerinnen und Autofahrern ist es möglicherweise schon aufgefallen. An der Autobahn A13 steht eine neue Hinweistafel. Das Museum Schloss und Festung Senftenberg wird darauf beworben. Dieses und weitere Themen seht ihr jetzt in den Kurznachrichten. Touristische Unterrichtungstafeln an der A13 aufgestellt. An der Bundesautobahn 13 wurden in den Vorweihnachtstagen zwei touristische Unterrichtungstafeln aufgestellt. Die Schilder weisen nun Autofahrern auf das Museum des Landkreises in der alten Senftenberger Festung hin. Das Museum kann Samstag und Sonntag von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr besucht werden. Spendenaufruf der Gemeinde Kolkwitz. In der Neujahrsnacht kam es zu einem Gebäudebrand in Kolkwitz-Limberg. Deswegen erhält die Familie derzeit eine große Hilfsbereitschaft ihrer Mitmenschen. Am Montag hat die Gemeinde Kolkwitz dazu einen Spendeaufruf gestartet. Wer also die Familie unterstützen möchte, kann ihnen mit einer Spende auf das entsprechende Spendenkonto etwas unter die Arme greifen. Es wird allerdings gebeten, von Sachspenden Abstand zu nehmen. Neue mobile Fahrausweisautomaten für Cottbus. Vor Beginn der Weihnachtsfeiertage hat Cottbus Verkehr die Anschaffung neuer mobiler Fahrkartenautomaten in Auftrag gegeben. Diese sollen sowohl in den bestehenden sowie in den neuen Straßenbahnen eingebaut werden. Die Automaten werden mehrere Bezahlmöglichkeiten haben. Jede der Bahnen wird mit jeweils zwei Automaten ausgestattet sein. Der Einbau und die Inbetriebnahme wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 erfolgen. Traurige Nachrichten erreichten uns heute Morgen aus dem Tierpark Cottbus. Der Sumatra-Tiger Masat ist kurz vor dem Jahreswechsel verstorben. Nachdem sich der Tiger ein Stück seines Eckzahnes abgebrochen hatte und notoperiert werden musste, baute er stark ab und verstarb trotz intensiver Behandlungen am 28. Dezember. Auch das kleine Tapirmädchen Bamika bereitete dem Tierpark zwischen den Feiertagen Sorge. Sie hatte sich einen Virusinfekt zugezogen und musste behandelt werden. Mittlerweile ist das Jungtier allerdings wieder wohlauf und entwickelt sich gut. Insgesamt freut sich der Tierpark über mehr als 160.000 Gäste im vergangenen Jahr, die sich auch von Schließzeiten sowie Maskenpflicht und 2G-Regel nicht von einem Besuch abhalten ließen. Im neuen Jahr soll das Elefantenhaus und das Raubtierhaus fertiggestellt werden. Mindestens 2 Gründe mehr für einen Ausflug in den Tierpark. Die Arbeitslosenquote liegt in Deutschland aktuell bei 5,1%. Für das Land Brandenburg bedeutet das einen Anteil von knapp 72.000 arbeitslos gemeldeten Personen. Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen für unsere Region wurden heute veröffentlicht. Grau und regnerisch zeigte sich das heutige Wetter. Vergleichsweise sonnig präsentieren sich dagegen die aktuellen Arbeitsmarktzahlen. Die Arbeitslosenquote ist zwar zum Vormonat leicht gesunken, aber mit 5,5% eindeutig geringer als noch vor einem Jahr. Im Agenturbezug waren im Dezember über 17.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von über 11%. Langzeitarbeitslose sind aber weiterhin von der aktuellen Krise betroffen. Die Langzeitarbeitslosigkeit ist infolge der Corona-Pandemie über viele Monate gestiegen. Wir hatten mehr Langzeitarbeitslose als sonst und jetzt haben wir den zweiten Monat in Folge hier eine Senkung zu sehen, was also sehr positiv ist. Unterm Strich muss man aber trotzdem sagen, über 7.000 Langzeitarbeitslose sind natürlich noch jeder Einzelne viel zu viel und wir werden weiterhin schauen, dass wir auch für jeden dieser Menschen dort Angebote machen können. Besonders bemüht ist die Agentur für Arbeit um die jungen Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Ziel ist es, die Jugendarbeitslosigkeit auf einem niedrigen Niveau zu halten. Das gelingt uns auch nach wie vor gut. Wir haben hier 3,9% Jugendarbeitslosigkeit. Das ist so wie im Bundesschnitt ein sehr guter Wert und deutlich unter dem Wert von Brandenburg. Ja, und für uns ist es halt einfach wichtig, dass jeder Jugendliche hier in der Region eine Chance bekommt. Und im Grunde muss niemand arbeitslos sein. Es gibt ganz, ganz viele gute Angebote, Arbeit und Ausbildung. Und das versuchen wir halt an den Mann zu kriegen und an die Frau. Dafür bietet die Agentur ihre Dienste auch online an.
Gerade um in Corona-Zeiten Kontakte zu vermeiden, können Agenturgänge oft digital erledigt werden. Ein wichtiger Service ist jetzt neu hinzugekommen. Das ist die Online-Arbeitslosmeldung. Das war also bisher noch nicht durchgängig möglich und dieser Baustein ist jetzt da. Und bequem von zu Hause, von der Couch oder wo auch immer, kann man also jetzt auch das erledigen und spart sich damit ja Zeit und Weg. Oberstes Ziel ist es aber, Menschen und Arbeit schnell zusammenzubringen. Aktuell stehen über 6.600 freie Arbeitsstellen zur Verfügung. Gesucht werden zum Beispiel Fachkräfte im Verkauf, Köchinnen und Köche sowie Fachkräfte für die Altenpflege oder in der Lagerwirtschaft. Im Rahmen des Bündnisses für lebendige Innenstädte hat das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung einen Wettbewerb ausgelobt. Es werden Vorhaben und Ideen gesucht, die einen Beitrag dazu leisten, die Innenstadt als Erlebnisraum und lebendigen Mittelpunkt der Stadt zu stärken. Dabei sollen Begegnungen und Austausch angeregt und lokale Identität gefördert werden. Ideen einreichen können sowohl private als auch öffentlich Bewerbende sowie Initiativen und Vereine. Die Vorschläge können bis zum 18. Februar eingesandt werden. Die Preissumme beträgt insgesamt 120.000 Euro. Mehr Informationen zum Wettbewerb gibt es unter der eingeblendeten Adresse. Bevor ich euch jetzt in den Dienstagabend entlasse, zeigen wir noch einmal die Historie des Kanusportes unserer Stadt. Im vergangenen Jahr feierten die Kanuten 100-jähriges Bestehen ihres Vereines. Zu diesem Anlass zeigt das Stadtmuseum noch bis März diesen Jahres eine Sonderausstellung. Wir blicken jetzt auf bewegte Bilder der letzten Jahrzehnte zurück. Ich verabschiede mich schon einmal von euch und sage Tschüss, bleibt gesund und bis bald. Die Spree ist die Lebensader der Stadt Cottbus. Sie ist 23 Kilometer lang und durchfließt das Stadtgebiet. Von Süden kommt, erfasst sie die Kotzeburger Mühle, überwindet vier Wehre und fließt hinter Maiberg in Richtung Spreewald. Der natürliche Flussverlauf eignet sich perfekt für den Wassersport. Bereits im vergangenen Jahrhundert haben die Bürger der Stadt deshalb angefangen, Vereine zu gründen. Nachdem sich bereits Ruderer 1909 organisierten, wurde der Kanuverein Cottbus am 11.12.1921 gegründet. Ein neues, massives Bootshaus wurde am heutigen Stadion der Freundschaft eingeweiht. Dennoch gab es fünf weitere Kanuvereine und Bootshäuser in Cottbus. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es bis Mitte der 50er Jahre noch Vereine wie Einheit, Textil, Motor sowie auch Dynamo und Vorwärts. Am 6.11.1951 wurde die BSA Lok RAW Cottbus gegründet. 1953 begann der Bootshausneubau mit Unterstützung der RAW. Am 30. Mai 1954 wurde es eingeweiht. Mit Slalom, dem ersten Sportabzeichen und der ersten Schüler- und Jugendgruppe ging es voran. Nach der Wende gab es nur noch Lok RAW Cottbus. Schwerpunkt blieb der Länder- und Jugendsport. Die Kanu-Disziplinen Rennsport, Wasserwandern, Polo, Drachenboot, Parakanu und Stand-Up-Paddling werden gegenwärtig ausgeübt. Mit dem Kauf des Bootshausgrundstücks hat der Verein die materielle Basis gesichert. Mit dem Neubau und dem barrierefreien Umbau des Bootshauses, mit Unterstützung des Landes Brandenburg und der Stadt im Jahr 2019, haben sich die Bedingungen erheblich verbessert. Gegenwärtig hat die Abteilung Kanu 230 Mitglieder. 1961 hat Lok RAW eine Jugendgruppe aufgebaut. Damit wurde der Kanu-Rennsport zum Schwerpunkt der Sportarbeit. Mit Dynamo Cottbus gab es ebenfalls eine Sektion Kanu, die auf die Nachwuchsarbeit Wert legte.1971 bildete sich das Trainingszentrum Kanu. Junge Sportlerinnen und Sportler werden hier auf den Leistungssport beim SC Berlin-Grünau vorbereitet. Die
Die Armeesportvereinigung Cottbus Nord hat ebenfalls ein Trainingszentrum gegründet. Der Standort am Spremberger Stausee wurde allerdings 1990 wieder geschlossen. Die Kanu-Sektion der Sportgemeinschaft Dynamo musste am 1.9.1971 in eine Rudersektion umgewandelt werden. Das hat die zentrale Leitung beschlossen. Durch die Nachwuchsförderung im Landesstützpunkt wechselten zahlreiche Talente zu den Bundesstützpunkten nach Potsdam, Leipzig, Berlin und Magdeburg. Neben dem Rennsport wurde auch im Kanu-Marathon auf internationaler Ebene erfolgreich gepaddelt. Die Deutschen sind im Moment in Front, sie führen. Sie können hier sogar den Weltmeistertitel erringen. Deutschland oder Bulgarien. Anne Knorr und Debbie Nieche sind Weltmeisterinnen. Und zu kaputt, um richtig zu jubeln. Aber ich wie sicherlich die beiden es auch genießen werden, sich das hier anzuschauen. Im Nachgang ganz in Ruhe, dann mal ohne sich anzustrengen. Stand-up-Paddling ist eine neue Form des Kanusports und hat sich auch im Vereinssport seit einigen Jahren etabliert. So kann man mit etwas Übung mit mehr Weitblick die Natur erkunden. Seit Anfang der 1990er Jahre wird in Cottbus Kanupolo gespielt. Eine Gruppe ehemaliger Kanu-Rennsportler begann vor dem Bootshaus auf der Spree und wechselte später ins Cottbusser Strombad. Die Mannschaft steigerte sich von Jahr zu Jahr und kämpfte sich bis in die erste Bundesliga. 1998 holte sie dann den deutschen Meistertitel in München. Drei Sportler haben sich dabei für die Nationalmannschaft qualifiziert. Die belegte bei der Weltmeisterschaft in Brasilien im Jahr 2000 den dritten Platz. Nach vielen Jahren Zugehörigkeit zur ersten Bundesliga versuchen jetzt die Jugendlichen unter Anleitung von Frank Schulze die Cottbusser Traditionen im Kanupolo fortzuführen. Seit 2001 gibt es in Cottbus den Drachenbootsport. Die erste Drachenbootregatta wurde 2002 auf der Spree vor dem Bootshaus durchgeführt. Seitdem hat sich das Event zu einer der größten Breitensportveranstaltungen in Cottbus entwickelt. 2005 kam der Schülercup dazu und 2008 die Nachtregatta. Durch zielstrebiges Training konnten sich einzelne Sportlerinnen und Sportler für die Nationalmannschaftsboote qualifizieren. 2019 erkämpften die sich sogar Welt- und Europameisterschaftsmedaillen. Neben dem Training auf der Spree wurden die Drachenboote auch für Wanderfahrten genutzt. Mit denen ist man auf Berliner Gewässern, auf der Elbe, auf der Havel, der polnischen Oder und zur Vogalonga in Venedig unterwegs. Drei Wochen fuhren 10 Wasserwanderer mit Faltbooten auf der Werra, Weser und Spree. Die Anreise erfolgte von Cottbus mit der Bahn. Gepaddelt wurde von Hörschel bis nach Minden. Die Weiterfahrt erfolgte mit dem Zug bis Berlin
bevor dann von Berlin bis zum Schwielochsee nach Goiatz wieder gepaddelt wurde. Drei Wochen Urlaub in Frankreich. Gepaddelt wurde auf den Flüssen Loire und Allier. Von den 21 Teilnehmern waren auch 8 Jugendliche aus unserem Verein mit dabei. Vor allem das Wildwasser auf dem Allier hatte es den Jugendlichen angetan. Eine der wohl schönsten Wanderfahrten, welche die Cottbusser Kanuten durchgeführt haben, waren die Fahrten auf der Tarn. Nach einer 1500 Kilometer weiten Anreise. Mit einem Zwischenstopp bei den Kanuten in Saarbrücken wurde der Startpunkt am Tarn erreicht. Insgesamt wurden 5 Touren auf dem Tarn durchgeführt und dabei 78 Kilometer zurückgelegt. Einer der Hausstrecken ist der Abschnitt von Cottbus nach Burg. 4 Sohlschwellen und 4 Bootsgassen sorgen für Abwechslung. Seit 2011 ist der renaturierte Abschnitt zwischen Döbrig und Fehro fertiggestellt. Kurvenreich mit vielen kleinen Inseln. So präsentiert sich hier die Spree. Auf halber Strecke nach 14 Kilometern wird in Maiberg traditionell eine Pause eingelegt. Seit 1991 organisieren Cottbusser Kanuten nachweislich jeweils am ersten Samstag im November die Nebelfahrt von Cottbus nach Peitz. Für die meisten ist es die Jahresabschlussfahrt. Das gesellige Paddeln steht hierbei mit im Vordergrund. In diesem Jahr gab es eine Rekordbeteiligung. Es waren 70 Kanuten aus Cottbus, Spremberg, Forst und Görlitz mit am Start. Gepaddelt wurde im Kajak, Kanadier und mit dem SUP. Thank you.
Seit 1977 organisieren die Wasserwanderer von ESV Lok RAW Cottbus die internationale Spreewaldfahrt. Sie war und ist eine der größten kanutouristischen Veranstaltungen in der ehemaligen DDR und BRD. Eine Orientierungsfahrt als sportlicher Wettkampf steht dabei im Vordergrund. Nach der Orientierungsfahrt ist der Kanutenball mit der Siegerehrung ein weiterer Höhepunkt bei dieser Fahrt. Traditionell erhält der beste Verein den Wanderpokal und dazu ein Fass Spreewaldgurken. Jährlich steigt das Interesse, den Spreewald individuell zu erleben. Bei der Vielzahl von Fließen ist es jedoch nicht immer leicht, den richtigen Wasserweg zu finden. Das brachte im Jahr 1995 Rolf Sturz auf die Idee, durch Vorgabe von Kontrollpunkten Paddler gezielt durch den Spreewald zu führen. Als Lohn erhält der Wasserwanderer das Spreewaldabzeichen. Über 6500 Paddler haben das Abzeichen bereits in Gold, Silber oder Bronze erworben. Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl? Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. DEKRA in cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0. Thank you.
Jetzt Probefahren in ihrem Autohaus Hertel und Söhne, Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Weitere Infos unter hertel-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 4864 27919. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose.